Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's mit Resident Evil 1, der Director's Cut Advanced Mode. Ich habe es mir anders überlegt. Ich sagte ja eigentlich, ich hole mir die Schrotflinte. Ich möchte es doch mit der Beretta probieren, da wir mit der Schrotflinte, ich sag mal, im Wachhaus dann selbst noch ein paar wichtigere Aufgaben bekommen werden. Okay. Wow, 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 wow. Okay. Das klappt doch einigermaßen. Okay, einer ist noch hinten irgendwo. Wir können ja mal Kräuter sammeln. Solange der Hund noch nicht näher kommt, sammeln wir Kräuter. Und ich guck mal kurz, hat unser Radio gepiept? Nee. So, kräutertechnisch können wir hier mal wieder auftrumpfen. So. Noch nehmen wir uns das letzte auch noch mit. Irgendwie stört es ja immer, wenn man hier was liegen lässt. Wo ist denn jetzt hier der letzte? Geradezu, okay. Die Kameraperspektive ist auch ein kleines bisschen anders. Aber ich muss sagen, sehr von Vorteil für uns. Und jetzt piept unser Radio. Nö. Brad, this is Jill. This is Brad. Stars Alpha Team. Bravo Team, it doesn't matter. Anybody, answer me. This is Brad. Brad? Brad? Ja, Brad versucht anscheinend zu uns Kontakt aufzunehmen, was ihm aber leider nicht wirklich gelingt, da die Verbindung anscheinend sehr schlecht ist. Hier ist unser Aufzug. Hier ist eine Karte des Gartens. Der Aufzug ist unten. Hier liegen zwei blaue Pflanzen. Die nehmen wir uns mal. Denn die können wir ebenfalls kombinieren mit dieser Gesamtteilung. Und dann haben wir so eine Gesamtteilung sozusagen. Also wenn man hier... Das ist nützlich im Kampf zum Beispiel gegen die Schlange. Das heilt dann gleich komplett einmal. Und noch die Vergiftung. Und das ist doch eigentlich eine schöne Sache. Wir können auch nur blaue Kräuter mit grünen Kräutern vermischen. Allerdings, ich glaube nicht rote Kräuter mit blauen Kräutern. Das hätte ja auch sehr wenig Sinn. Ich hoffe, unsere Beretta-Munition reicht. Wir treffen hier definitiv noch ein paar Hunde. Es wird etwas eng, aber wenn wir es mit 3 Schuss pro Hund, 3, 4 Schuss hinkriegen, dann müsste es klappen, denke ich. Die Kurbel haben wir jetzt benutzt, woraufhin die Schleuse aufgeht und das Wasser abfließt auf dieser Seite, was in einer eindrucksvollen Szene dargestellt wird. Und Jill stellt jetzt fest, dass das Wasser auf der anderen Seite runterläuft. Gut. Und mit einem Satz springt sie tollkühn nach unten und klettert hier sehr mühselig wieder hoch. Während Schlangen von den Bäumen fallen und nach uns fauchen und beißen wollen. Aber wir sind cool, während sie uns in den Nacken schlängeln, sozusagen. Ja. Hundi. Ich glaube, während sie in diesem Fahrstuhl drinne steht, ist sie nicht angreifbar. Oh doch. Zu früh gefreut. Okay, der ist tot. Okay, ich muss nachladen. Ach komm. Na bitte.
So, nachladen. Hier hinten stellen wir fest, dass hier ein leeres Fach ist, in das eine Batterie gehört. Jetzt, das hatte ich bei Chris vergessen, hier sehen wir, dass das Wasser hier runterläuft und dass da aber irgendwas auf der anderen Seite des Wassers ist, an das wir jetzt nicht ran können, weil Jill von Wasser so beeindruckt ist, dass sie da definitiv nicht rangeht. Oh Mann. Okay. Ah, oh, das ist ganz schwer. Na komm. Na komm. Die verarschen mich doch hier. Wow, zwei. Okay. Okay, unsere Munition hat gereicht. Ich bin froh, dass ich es so gemacht habe. Wir nehmen uns auf jeden Fall die grünen Kräuter hier noch mit. Liegt hier was oder ist das nur so eine... Ne, da liegt nichts. So. Und wir haben das Wachhaus erreicht. In welchem uns neue, schöne Abenteuer erwarten. Während wir diesen Gargoyle, oder wie die heißen... Na komm. Oh, ist der zu weit? Hä? 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 Jetzt bin ich etwas irritiert. Wir geben ihm mal noch einen kleinen Push. Okay. Okay. Dürfen wir uns das jetzt aussuchen, vor welche Öffnung wir den schieben oder über welche Öffnung? Hier passiert ja augenscheinlich nichts. Also normalerweise, und das werde ich jetzt auch tun, schiebt man ihn ja hier hin. Über diese Öffnung. Da dort normalerweise eine Schlangenpflanze, eine Tentakel kommt da raus. So, Speicherraum. Schön. Wir packen mal das ganze Heilzeug weg. Und die Kurbel, die brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Und wir schauen mal, was dieser Raum uns hier gibt. Ein Erste-Hilfe-Spray. Und Granaten. Sonst nichts, nett. Finde ich gut. Nichtsdestotrotz, wir wechseln nun zur Schrotflinte, wie versprochen. Siebzehn Schuss, meine Güte. Zum Glück finden wir hier im Wachhaus einiges an Schrotmunition. Aber es ist besser so. Mich irritiert immer noch dieses, diese Löcher hier am Boden. Ich habe mal ein Safe Stat gemacht. So, die Herren hier sind wie immer da. Und der Schreibtisch ist verschlossen. Möchten wir den Dietrich öffnen? Ja, bitte. Den Dietrich benutzen und wir kriegen, wie erwartet, Munition.
Finden wir hier noch irgendetwas? Nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, wir können auch aus dem Fenster sehen. Okay, es ist dunkel draußen und sie sieht nichts. Wir betreten einmal das Badezimmer. Okay, und lassen das schmutzige, schmutzige Wasser aus der Wanne. Und da ist nichts drin. Ja, supi. Das ist doch wunderbar. Das finde ich jetzt schon wieder super geil. Normalerweise finden wir darin einen Schlüssel. Gut, dann verlassen wir diesen Raum. Wollen wir mal in die Bar gehen? Dort sind ja die Spinnen. Gehen wir mal in die Bar. Wow. Okay. Okay. Gut. Nein. Okay, da möchte anscheinend jemand nicht, dass wir in die Bar gehen. Deshalb gehen wir erstmal hier lang. Das heißt, wenn wir später in die Bar möchten, dann müssen wir die Statue wieder wegschieben. Schauen wir erstmal, ob wir hier rein können. In diese Räumlichkeiten. Wir grapschen uns hier einfach mal den Schlüssel. Und hauen ganz schnell wieder ab, denn diese Bienen hier, die mögen uns nicht so sehr. Die geben uns auch keinen Honig, sondern die wollen uns viel mehr töten. Und das möchten wir aber nicht, deswegen hauen wir ganz schnell ab. Hier ist noch eine Statue, die wir verschieben können. Dahinter befinden sich Pflanzen. 3 Stück. Soll ich die mitnehmen? Nö, die lassen wir mal noch stehen. So, den Schlüssel haben wir jetzt benutzt, der ist nutzlos. Gut, wir gehen erstmal ins Bad. Zwei! Der eine ist noch wie Narziss von seinem Spiegelbild so gefasst, so gefangen. Das ist ja beeindruckend hier. Auch Zombies haben eine ästhetische Seite und ein ästhetisches Empfinden. Was ist denn das für ein hübscher Schlüssel hier? Oh! Für die 003. Sehr gut. Tut mir leid, dass ich immer so ein bisschen husten muss. Irgendwie ist manchmal meine Stimme etwas komisch beim Aufnehmen, wenn ich viel rede. Wir finden noch einmal Schrotmunition. So. Hier ist eine Karte der Schlafsäle. Und wir klettern diese Leiter hinunter, die total toll versteckt war. Na, die Musik hier, die kann einen auch fertig machen nach ein paar Minuten. Mein lieber Scholli. Überhaupt nicht so psychotisch. Nein. Und ja, wir schieben schon mal in Voraussicht die Kiste so ein bisschen durch den Gang. Die hätte ja an der anderen Wand gestanden, deswegen mussten wir sie erst einmal rausschieben und dann ran und dann wieder raus. Und hast du nicht gesehen. Und warum ich das tue, nicht weil ich unter den anonymen Kistenschiebern bin, sondern weil wir hier natürlich einen Weg haben, der durch Wasser versperrt wird. Und Jill braucht nicht eine, nicht zwei, sondern 3 Kisten, um sich eine Brücke zu bauen. Das hat sie nämlich in ihrer Ausbildung anders nicht gelernt. Da wurde gesagt, hier, bei den Stars in der Ausbildung,
Wenn ein Wassergraben kommt, dann sucht um Himmels Willen Kisten, die ihr da reinschieben könnt. Ey, ansonsten, nee, ruft Verstärkung und bleibt verharrt, vorsichtig in der Göttinnenposition an Ort und Stelle. Ja, das beherzigen wir und bahnen uns einen Weg. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob im Director's Cut die Haie ein bisschen mehr Anklang gefunden haben, sozusagen. Das wäre zumindest nett. Ja. Nee, Quatsch, das ist ja noch die normale Einstellung. Und Jill hat sogar ihre... Was? Scheiße. Nein. Nein. Okay, den müssen wir jetzt platt machen. Oh, Scheiße. Gekonnt. Gekonnt. Wie geil. Ah, normalerweise ist der Raum offen. Sehr interessant. Aber da die Zeit eh rum war, schon wieder so ein bisschen, beende ich hier den Part, spiele bis dahin und dann sehen wir uns wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.